Ach ja, Emily, ist dir langweilig? Wollen wir zusammen ein wenig Sport machen? Ach nee, du könntest klettern oder Schach spielen. Wenn die Schach spielen, spiele ich nicht mit. Dann muss ich wieder Bauer sein. Wenn du mitkletterst, tust du gleich was gegen deine dünnen Beine. Falls du Höhenangst hast, kannst du auch hier mit mir klettern. Unsinn, Evoli hat doch keine Höhenangst. Aber ich weiß. Und Evoli, wäre Klettern was für dich? Komm, Evoli, und wenn du dann hier oben bist, kannst du gleich was für dein Gleichgewicht tun. Schau mal. Mein Gleichgewichtssinn hat sich durch diese Übung enorm verbessert. Ich wäre für Schach. Du dürftest auch Springer sein. Und ich, Stolos, bin wieder Dame. Stolos, du kannst nicht jedes Mal die Dame sein. Du musst auch mal Läufer sein. Das will nicht immer ich sein, immer dieses Hin- und Herlaufen. Aber ich bin nicht wieder Bauer. So gern wäre ich mal die Dame. Die weiße Dame, die ist die mächtigste im ganzen Spiel. Seht ihr, ich habe gar keine Höhenangst. Und deine Bemerkung über meine angeblich dünnen Beine finde ich gemein. Meine Beine sind überhaupt nicht dünn. Die können ja gar nicht dünn sein, wenn ich immer der Springer bin. Und ihr habt ja selbst gesagt, dass ich ein guter Springer bin. Und Evoli, spielen wir jetzt Schach? Hast du Lust? Ja, ich komme wieder runter. Wartet kurz. Ich werde nicht Bauer sein. Jedes Mal opfert mich Stolos zuerst. Und dann stehe ich am Rand und langweile mich. Alles würde ich sein, aber kein Bauer. Aber ich kann nichts dazu sagen. Jedes Mal verteilen wir die Rollen gleich. Ich muss mich konzentrieren. Wir uns auch. Noch dazu müssen wir ja, da wir nur zu fünft sind, mehrere Rollen gleichzeitig einnehmen. Und das ist anstrengend. Ich übernehme alle Türme und Stolos die beiden Damen. Okay, und ich übernehme dann die vier Springer. Ihr habt es versprochen. Und Porenta übernimmt die Könige und Pika die Bauern. Wusste ich's doch. Los geht's. Stellt euch auf. Ich stehe. Du bist am Zug. Dahin? Das war doch klar. Los, Pika. Spring, Evoli. Noch nicht im nächsten Zug. Aber jetzt, Evoli, los! Pika, du! Genau, jetzt ich? Evoli, du! Sehr gut, Stolos. Ja, Porenta. Und ich wieder. Und gleich nochmal als schwarzer Springer. Nee, Pika, das war jetzt nicht so gut. Macht nichts, ich gleich das aus. Und hopp! Na, damit hätte ich ja jetzt nicht gerechnet. Und hopp. Och, ein Teil von mir ist raus. Ha. Evoli ist richtig gut. Und von mir ist schon die Hälfte raus. Ich bin dran. Noch einer raus. So, Porenta, jetzt kommt dein Zug. Und hopp. Ha, Porenta, das war's. Dein weißer Teil ist schachmatt. Naja, ärgern musst du dich nicht.
dein schwarzer Teil hat ja gewonnen. Das war ein richtig gutes Spiel. Nochmal! Nochmal! Dann stellen wir uns wieder auf. Dafür muss ich dahinter gehen. Beeil dich, ich kann's kaum erwarten. Ich sag euch eins, ich sag jetzt gar nichts mehr.